Wir sind zurück in Österreich und ich bin hier mit meinem Lieblingsösterreicher Matthias. Servus. Ich freue mich. Wir sind zurück in Wien und wie immer nutzen wir die Zeit, um mal wieder über unsere Sprache zu sprechen. Die sehr ähnlich, aber dann doch sehr unterschiedlich ist. Richtig. Österreich spricht Deutsch, genauso wie Deutschland Deutsch spricht. Aber es gibt eben doch manchmal Missverständnisse und darüber wollen wir heute sprechen. Falsche Freunde sind Wörter, die vielleicht ja, gleichen Ursprung haben, aber dann doch eine andere Bedeutung haben oder die gleich geschrieben, gleich gesprochen werden, aber in unseren Ländern unterschiedliche Bedeutungen haben. Und da haben wir einige zusammengestellt. Ich freue mich darauf, Matthias. Ich freue mich auch. Los geht's. Das erste Wort auf meiner Liste ist ausrasten. Ausrasten in Deutschland ist, wenn man richtig wütend wird und vielleicht sogar schreit oder sowas. Mhm. Was meint ihr denn damit? Also das auch, aber ausrasten kann es sein, wenn ich mich daheim auf die Couch lege und ein Nickerchen mache oder einen Nap. Ausrasten heißt wirklich entspannen und Zeit für sich nehmen. Also genau das Gegenteil von ausrasten. Einmal ausrasten ist, ich bin wütend und genau. Einmal ausrasten ist... Es wäre gut, wenn sich die Leute nach dem Ausrasten ausrasten. Nächstes Wort, Matthias, der Sessel. Was ist das denn in Österreich? Eigentlich ist als Sessel so gut wie jede Sitzmöglichkeit zu bezeichnen. Also wenn man ganz streng ist, gibt es schon ein paar Formen, aber eigentlich, wenn ich sage, bring mal einen Sessel, kann das so gut wie alles sein. Also auch ein Stuhl mit einem harten Boden? Stuhl mit hartem Boden, ja was klar. Was ist das? Also natürlich ein Sessel, ein Holzsessel ist sehr hart, ja, zum draufsitzen. Und das ist der Unterschied. In Deutschland ist ein Sessel immer mit einem Polster, das ist bequem, da sitzt man sich rein und sinkt ein bisschen ein und ihr benutzt Sessel. Also für uns etwas Hartes ist ein Stuhl. Stuhl ist so ein anderes Wort, das mehrere Bedeutungen hat, würde ich sagen. Aber Sessel ist für uns mehr Sitzgelegenheit sozusagen und auch der harte Sessel ist Sessel. Und das Wort Stuhl benutzt ihr gar nicht? Beim Stuhlgang ja, aber sonst eher nicht. Also für euch heißt das, liebe Leute, Stuhl in Österreich heißt Aa. Gacka. Gacka. Gaxi. Ein Leiberl. Das Wort haben wir in Deutschland nicht. Leiberl. Und nur Leib? Leib schon. Man sagt zum Beispiel ein Leibbrot. Richtig, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Ein Leiberl ist tatsächlich ein T-Shirt. Oder der Leib, der Körper. Ja, woher das kommt, wahrscheinlich deswegen, weil du deinen Leib sozusagen versteckst, aber Leiberl ist einfach nur ein T-Shirt. Ein Wort, das wir nicht haben und da kann man leicht durcheinander kommen. Leib, Leiberl. Gestern hast du irgendein Getränk bestellt, das war gespritzt. Ja, ich liebe gespritzte Sachen. Wir trinken fast alles gespritzt in Österreich. Wenn ich in Deutschland gespritzt höre, dann denke ich, jemand hat mir eine Spritze gesetzt, also eine Injektion. Was wurde denn dann injiziert in dein Getränk, wenn du ein gespritztes Getränk trinkst? Ja, Wasser. Und entweder stilles Wasser oder Mineralwasser. Aber mein Lieblingsgetränk ist zum Beispiel Johannisbeersaft mit Leitungswasser gespritzt. Aber okay, dann wenigstens wäre doch die Assoziation gespritzt heißt Sprudel, also spritzig. Aber ja, es heißt einfach mit Wasser verwässert ist gespritzt. Aber wenn ich in einem See bin und ich anspritze, gibt es ja da auch keine Soda oder so drinnen, oder? Matthias, wenn du an einen Club denkst, was ist das in Österreich? Da gibt es verschiedene Sachen, wie einen Fußballclub zum Beispiel oder einen Parlamentsclub. Also die Parteien im Parlament sind in Clubs unterteilt. Bei uns ist Club etwas Freizeitmäßiges. Ich habe zum Beispiel einen Schachclub oder einen Fußballclub. Was ist das mit der Politik? Was hat das mit der Politik zu tun? Naja, es gibt die verschiedenen Parteien, aber sobald die Parteien in ein Parlament gewählt werden oder in einen Landtag, formieren sich da Clubs. Also eine Fraktion? Genau, wäre ein anderes Wort dafür, ja. Also wir sagen Fraktion für die Parteien, die sich im Bundestag organisieren. Genau, das ist der Club. Okay. Sag mal einen Beispielsatz, der Club im Parlament, was macht der? Der Parlamentsclub der Grünen hat heute eine Pressekonferenz gegeben. Im Ofen koche ich etwas. Was machst du mit dem Ofen? Was ist denn so lustig daran? Ich spreche hier Deutsch. Sorry. Ofen hat verschiedene Bedeutungen. Also ein Backofen,
Ja. Ganz klar. Aber zum Beispiel wird auch ein Joint in Österreich Ofen genannt. Echt? Ja. Mhm. Marihuana raucht ihr hier? Das ist doch hier illegal. Das ist nur in Deutschland erlaubt. Das ist hier tatsächlich illegal. Und ich habe gehört, ihr kocht auch auf dem Ofen. Also genau, es ist nicht nur der Backofen Ofen genannt, sondern es ist vielleicht auch das ganze Ding Ofen genannt. Also es gibt schon eine Herdplatte obendrauf, aber das kommt historisch, weil ganz viele Öfen einfach eine Herdplatten gehabt haben und somit wird die ganze Bezeichnung als Ofen benannt. Okay, und wir sagen tatsächlich, Ofen ist für uns das, was man reinschieben kann. Ich schiebe eine Pizza in den Ofen, aber wenn ich etwas koche, dann sage ich, ich benutze den Herd. Im Prinzip auch, aber das Ganze kann man als Ofen bezeichnen. Matthias, der Professor, das ist in Deutschland ein akademischer Grad und da schreibt man dann entweder eine Arbeit oder man wird als Professor berufen. In Österreich benutzt man dieses Wort etwas anders, oder? Sagen wir so, wir Österreicher, wir lieben Titel und natürlich ist es bei uns akademisch auch so, dass ein Professor an der Universität eine Professur braucht. Aber es ist gang und gäblich, dass die Schüler zu ihren Lehrern in einem Gymnasium auch Herr Professor sagen, obwohl das nur der Lehrer ist. Ja? Das heißt, das ist ein Titel und gleichzeitig eine Berufsbezeichnung für LehrerInnen allgemein? Grußbezeichnung für. Ja, also du sagst Grüß Gott, Herr Professor oder Herr Professor, ich habe eine Frage und es ist aber gar nicht der Professor, es ist nur der Klassenlehrer oder ein Fachlehrer. Also die Österreicher sind vielleicht formeller, als es notwendig ist. Genau. Wir machen eine kurze Pause und in dieser Pause interviewe ich mal Matthias zu unserer Conversation Membership. Matthias, wusstest du schon, dass man mit uns jeden Tag Deutsch sprechen üben kann? Wirklich? Wie, wo? Nein? Das geht ganz einfach. Als Conversation Member von Easy German. Unsere Mitgliedschaft kennst du aber schon. Ja klar, die schon, aber so im Detail, was man alles machen kann, nicht. Siehst du, man kann ein Mitglied werden, man kann dann Deutsch üben mit uns auf Discord, interaktive Übungen machen zu unseren Videos. Aber wenn man ein Conversation Member wird, das ist sozusagen das höchste Level, kann man auch jeden Tag sprechen. Voll cool. Ja? Oder urcool sogar. Urcool. Wie geht es? Wo sprechen da die Leute mit euch? Wir haben einen Discord-Kanal, dort kann man jeden Tag eigentlich sprechen üben, dreimal am Tag. Man kann aber eigentlich jederzeit reingehen. Und dann gibt es jeden Tag einen ausgewählten Zoom-Call. Also da gibt es dann einen strukturierten Call mit Breakout-Rooms, mit Themen. Es gibt immer andere Themen. Manchmal sprechen wir sogar über Österreich. Voll cool. Warum war ich da noch nie? Nein, alles gut. Aber wer macht die? Machst die du selber, oder? Ich auch, aber das ganze Team. Wir haben 5 Leute, die das machen, immer abwechselnd. Meine Mama ist auch dabei, meine Schwester, Isi, cool. Janisch ist dabei. Eigentlich noch mehr als 5 Leute. Und du bist natürlich auch eingeladen. Ja, gerne. Komm ja mal zum Plaudern. Und vielleicht kommt ihr auch vorbei. Werdet einfach ein Mitglied. 30 € im Monat kostet das. Und dann könnt ihr eigentlich jeden Tag Deutsch quatschen. Und sprechen ist ja auch wichtig, damit man besser wird. Hier oben ist mal der Link. Ein Topfen, da kann ich mir irgendwie gar nichts drunter vorstellen. Ich denke an den Topf. Was ist ein Topfen? Ja, ein Milchprodukt, ein bisschen härter wie ein Joghurt. Quark. Quark, ja, Quark. Aber Topfen hat mehrere Bedeutungen. Erstens ist es sozusagen der Quark oder es ist vollkommener Blödsinn und sagen wir, ja, das ist so ein Topfen. Das sind so viele Wörter, die ihr anders benutzt als wir. Das ist schon wirklich... Aber wenn irgendwer Unsinn redet, sagt sie dann nicht auch so ein Quark? Stimmt, ja. Oder? Ah, okay. Genau, und das sagen wir auch mit Topfen. Das ist ja faszinierend. Also wir benutzen so einen Quark, das ist Quatsch, und du sagst so einen Topf. Ja, genau. Matthias, ich möchte dir jetzt zeigen, was in Deutschland ein Schlag bedeutet. Das ist in Deutschland ein Schlag. Bei uns ist das viel netter. Ja? Was ist das, ein Schlag in Österreich? Ja, zum Beispiel gibt es die Sachertorte und dazu gibt es Schlag. Sachertorte, Schlag! Nein, es ist tatsächlich Schlagobers, ist der gesamte Ausdruck. Sagt ihr das schon mehr? Ich glaube, das ist Sahne. Ja, richtig. Also aufgeschlagene Sahne, die steif ist, ist bei uns Schlag oder Schlagobers. Aber das Wort Schlag, also für der Schlag, das benutzt ihr auch? Ja, total. Also Schlag verwenden wir und du erkennst den Unterschied am Artikel. Wenn ich sage, ich gebe dir Schlag, meinen wir Schlagobers, oder ich gebe dir einen Schlag, dann würde ich mich in Deckung begeben. Wichtiger Unterschied, der Artikel. Unser nächstes Wort ist die Pension. Da denke ich als erstes an eine kleine Unterkunft, sowas wie ein kleines inhabergeführtes Hotel. Genau, das ist es auch, aber es hat noch mehrere Bedeutungen. Nämlich?
Also bei uns, wenn man am Ende also des Arbeitslebens in den Ruhestand geht sozusagen, geht man in Österreich in Pension. Das sagen wir auch, in Pension gehen. Aber wir würden noch häufiger eigentlich das Wort Rente benutzen. Ah ja, na, Rente gibt es bei uns nicht. Bei uns ist man Pensionistin oder Pensionist. Bei uns ist man Rentner oder Rentnerin. Und einmal im Monat kommt dann die Pension aufs Konto. Also ich kann sagen, ah, heute habe ich meine Pension bekommen. Und wir sagen, heute habe ich meine Rente bekommen. Ja, das ist wirklich ein Unterschied. Matthias, der Kasten. Was ist das in Österreich? Also Kasten ist im Prinzip quasi alles, wo ich mein Gewand reinhänge. Oder dein was? Meine Leiberl und mein Gewand. Dein Gewand, das ist direkt ein anderes Wort. Für mich ein Gewand ist so ein langes, also wie so ein, etwas, was so ein Geist, der trägt ein Gewand. Ein Geist? Was trage ich dann für dich heute? Also Gewand ist das Wort in Österreich für Klamotten. Genau, Klamotten sagen wir nicht. Nein, es ist Gewand. Ich habe heute mein Easy German Gewand an. Jeans und das T-Shirt. Interessant. Guck mal, schon gleich zwei Unterschiede. Gewand, das ist also in Deutschland eher für eine Art, bestimmte Art von Kleidung, nämlich etwas, was man sich umhängt. Und ihr sagt zu allem Gewand. Ja, das ist der Überbegriff, ja. Genau. Und dann gibt es den Kasten. Den benutzen wir eigentlich nur, weiß nicht, so eine kleine Box ist ein Kasten. Mhm. Aber bei euch ist der Kleiderschrank der Kasten. Genau, Kleiderkasten. Also da, wo mein Gewand drinnen hängt, das ist mein Kasten. Also das hört sich für uns total komisch an. Ich hänge mein Gewand in den Kasten. Da denke ich, hä? Warum hängst du einen Umhang in eine kleine Box? Na, Kasten kann auch riesig sein. Also genau. Aber Kasten sorgt dafür für die Form. Also es kann auch ein Auto, ein Kastenwagen sein oder so. Das gibt's auch, genau. Gut, also ich sage, ich hänge meine Klamotten in den Kleiderschrank. Und Matthias sagt in Österreich? Ich hänge mein Gewand in meinen Kasten. Matthias, dann habe ich gehört, dass Angreifen bei euch eine andere Konnotation hat als bei uns. Was hat's denn für die leicht? Angreifen ist attackieren. Das ist physische Gewalt oder es ist eine kriegerische Handlung. Also das heißt für uns auch, aber angreifen kann er... Also jetzt greife ich dich gerade an, Kari. Au! Warte, ich mach's nur mal sanfter. Schau. Das ist angreifen. Ja, also jetzt greife ich das Mikrofon an. Jetzt greife ich deine Schulter an. Okay, das ist total der falsche Freund. Wenn du sagen würdest, darf ich dich kurz angreifen, dann würde ich denken, du willst mich gleich überfallen mit einer Armee. Aber wie nennst du das, wenn du mich berührst? Anfassen. Okay, na, das sagen wir gar nicht. Na, das ist angreifen für uns. Oder dich antatschen. Touchen, ja, aber angreifen ist na, das, na, patschen. Ja. Patschen, na. Ein anfassen, würde ich sagen. Na, fassen, dieses Wort. Fassen nehmen wir nur, wenn wir was verstehen wollen. Hast du das gefasst oder erfasst? Aber zum Angreifen ist haptisch sozusagen. Da muss man als Deutscher vorsichtig sein, wenn einen jemand in Österreich angreifen will. Es ist keine Kriegserklärung. Matthias, das Polster ist etwas, worauf ich sitze. Also ich habe einen Stuhl oder einen Sessel, aber auf dem Sessel brauche ich kein Polster, weil der Sessel ist ja in Deutschland bereits weich. Ja. Jetzt wird es völlig weird hier, ja. Also ich habe einen Stuhl, hat einen harten Untergrund und weil der so hart ist, brauche ich ein Polster. Das ist das Polster in Deutschland. Warte mal, du hast damit die Artikel irgendwie ein Problem. Es ist der Polster und der Polster, da setzt man sich drauf. Es ist gemütlich. Ich habe, glaube ich, sicher 7, 8 Polster in meinem Bett. Hä? Also Polster ist das Kissen? Kissen, ja, genau. Aber Kissen sagen wir nicht. Kopfkissen vielleicht noch, aber wir sagen Kopfpolster. Also ihr habt einen Sessel mit einem Polster zum Beispiel? Sessel mit Polster drauf, ja, genau. Okay. Das wäre für uns nicht notwendig, denn unser Sessel ist ja bereits weich. Ja, das stimmt, aber ich bin jetzt ganz überrascht durch den anderen Artikel. Das ist der Polster? Das Polster. Das Polster. Ja, für uns ist es der Polster. Und was ist hiermit? Ist das auch ein Polster? Das ist mein Winterpolster. Könnte man auch so sagen, genau. Das ist auch das Polster, das Winterpolster. Ja. Das Winterpolster, na, der Winterpolster. Ja. Also nochmal Zusammenfassung. Polster ist das in Österreich, was in Deutsch das Kissen ist. Und Achtung beim Artikel. Das Polster. Der Polster. Ein sehr schönes Wort, was ihr benutzt, ist das Wort ausgehen. Und das ist dann auch, ist das reflexiv, sich ausgehen? Es geht sich aus. Also ausgehen hat mehrere Bedeutungen.
Ausgehen ist zum Beispiel, wenn ich heute Abend auf eine Party gehe, dann gehe ich aus. Und diese Bedeutung haben wir auch und die anderen nicht. Oder wir sagen fortgehen, ausgehen und fortgehen. Ja. Aber ausgehen bedeutet sich auch, dass etwas in einem bestimmten Zeitraum klappt. Aha. Wie zum Beispiel, oh, es wird gleich zum Regnen anfangen, wir müssen uns beeilen mit dem Dreh. Geht sich das noch aus? Genau. Es geht sich aus. Und das ist ein Verb, was ihr so oft benutzt, dass ich das gerne eindeutschen würde bei uns in Deutschland, weil genau diese Bedeutung gibt es bei uns nicht. Man sagt vielleicht, das passt oder das passt nicht. Oder es ist nicht, es ist, oder es klappt, aber es ist nicht 100% das Gleiche. Und ich würde gerne manchmal das österreichische Wort bei uns benutzen, mach's dann aber nicht, weil dann gucken mich alle schräg an. Und es versteht keiner. Na, ausgehen verwenden wir tatsächlich sehr oft und sehr viel. Schön, dass sich der Dreh noch ohne Regen ausgegangen ist. Das vielleicht größte Missverständnis, das wir beide immer wieder haben, ist, treffen wir uns da oder treffen wir uns hier? Ja, das ist ja dasselbe. Ich verstehe diese Verwechslung nicht. Wir sind da, wir sind hier. In Deutschland, ich bin hier, hier. Also hier ist da, wo ich gerade bin, aus meiner Perspektive. Und da ist woanders. Ich sage zum Beispiel, also wir treffen uns heute Abend zum Essen und wir wollen in ein Restaurant gehen. Dann würde ich sagen, treffen wir uns da? Schau, der Unterschied ist zwischen da und dort. Du stehst dort und ich stehe da. Das heißt, da ist der Unterschied. Nee, du stehst da und ich stehe hier. Und das ist wirklich so ein ganz kleines Wort, aber es führt zu so viel Verwechslung. Wir haben schon so oft am Telefon gesagt, treffen wir uns hier oder treffen wir uns da? Und du hast gesagt, ja, da. Und dann dachte ich, ich muss irgendwo hingehen. Aber du wolltest eigentlich, dass wir uns hier treffen. Da herkommen. Ja, da und hier. Am besten kann man es unterscheiden mit da und dort. Da ist in Österreich hier und dort ist wie im Deutschen und für Österreich auch dort drüben oder woanders. Genau. Irgendwann habe ich es mir gemerkt. Unser letztes Wort hat auch ein bisschen Verwechslungsgefahr. Und zwar geht es um dieses Ur. Ur ist so irgendwie so ein Präfix, was man vor ein Wort machen kann. Wir kennen zum Beispiel die Urgroßmutter, der Urgroßvater. Und es gibt das auch mit ganz wenigen Adjektiven, die man aber bei uns nicht mehr benutzt. Man sagt, das ist urkomisch. Ihr benutzt das aber für alles Mögliche. Da muss ich jetzt auch aufpassen, weil das ist tatsächlich Bundesländer total unterschiedlich. Ur ist ein urtypisches Wiener Wort. Also Ur verwendet man hauptsächlich in Wien und ein bisschen Umgebung. Und in Salzburg würde ich voll sagen für das Server. Sag mal ein Beispiel. Also wo würdest du Ur... Es ist urschön, dass ihr da seid in Wien. Und es ist voll schön, dass ihr in Salzburg seid. Also wir würden sagen total schön. Wir würden weder Ur noch voll schön sagen. Und da gibt es mehrere Wörter in den verschiedenen Bundesländern. Also das wird sich die Tonalität oder das Wort verändern. Okay, aber Ur, ja, ich habe das immer wieder gehört, ihr benutzt das ganz viel vor ganz vielen Wörtern, ne? Ja, also bei Ur, Oma und so weiter, tatsächlich, da gehört es zum Wort. Aber in Wien wird es für alle möglichen Sachen. Es ist etwas urgrauslig oder urschön, urleiwand. Okay, das verstehen wir schon mal gar nicht. Urleiwand, da denke ich an die Leinwand, aber das ist ja was ganz anderes. Leihwand ist quasi cool auf Wienerisch. Urleihwand hier. Urleihwand. Fallen euch noch mehr Wörter ein, die in Deutschland und Österreich zu Missverständnissen führen könnten? Schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Und wir machen dann beim nächsten Mal mit euren Wörtern ein neues Video. Das wäre schön, ne? Würde mich freuen. Crowdgesourced haben wir dann das neue Video. Urleihwande Idee, Kari. Es war schön, wieder bei dir zu sein, Matthias. Gut, dass wir echte und keine falsche Freunde sind. Eine sehr schöne Verabschiedung. Tschüss, ihr Lieben. Ciao. Papa, viert euch. Papa. Papa ist ja auch so ein Wort. Bei Papa denke ich an meinen Papa. Ja, tatsächlich. Und du sagst ständig Papa. Ja, du musst besser zuhören, Gary. Nein, es ist Papa. Papa heißt für Tschüss. Verabschiedung. Wir können sagen, viert euch, Papa. Papa. Viert euch, Papa.